Hallo zusammen, heute ist Sonntag, heute machen wir etwas Neues auf meinem YouTube-Kanal, der heisst Von die Herz. Heute kochen wir ein Schweizer Nationalgericht und das heisst Rösti. Oder auf Englisch, how to make a Rösti. Das ist mein Kühlschrank und da sind immer die neuen Ideen drauf, die ich diese Woche zu tun habe. Und das ist ein Lied, das heisst Il n'y a pas d'amour heureux, ein französisches Chanson. Hello, hello, hello. We're gonna make some rösti, you know? Swiss rösti. Wir haben hier 2,5 Kilo beste Eier. Was wir zuerst mal machen ist, wir müssen sie sortieren. Die grossen, inneren, die kleineren, vorne. Mehr oder weniger. Yes. Yes, 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 yes. Das ist auch noch fette. Okay, was machen wir noch? Die sind da vorne, die sind da hinten. Okay, wir nehmen die grossen. Grossen. Wir werden sie waschen. Ich würde sie hier schön waschen, weil dann gibt es hier ein Seel rein. Ich werde vielleicht fragen, wieso waschen wir? Naja, sie fühlt sich besser an. Und tschüss. Dann brauchen wir 2 Liter kochendes Wasser. Wir legen die rein. Wusch. 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 Dass alle schön dicht sind. Das ist ein bisschen zu viel Wasser. Vorsichtig. Die habe ich gedacht. Nein, nicht weniger. Jetzt ist gut. Also, das ist alles, was wir mit der Vorbereitung machen. Der Topf. So, der kocht jetzt 28-30 Minuten. Dann werden wir wegstellen und dann kommen wir dann wieder. Also, sehen wir das Köcheln? Es sollte nicht mehr als so viel sprudeln. Jetzt müssen wir alle reduzieren. Siebni. Yes. Ja! Yeah. So, jetzt haben wir 28 Minuten gekocht. Ja, ein paar Lüsse sind noch nicht gut. Wir machen das mit der Gabel, dann kurz einstechen. Na, ganz wenig. Man muss mit der Gabel wirklich schön können nehmen. Also, ich habe den Herdöpfel genommen. Das ist ein grosser Teil, das ist in der roten Verpackung, das ist immer gut für Rösti. Weil wir machen Rösti. Bon de terre en français, boutades in Flandern, potatoes im Englischen. Wir haben hier rund 1,6 Kilo genommen. Wir haben die gekocht im Kochtopf. Mit 2 Liter Wasser. Seit 29 Minuten ist das im Kochen. Jetzt haben wir noch, ich würde sagen 30 Minuten insgesamt und dann nehmen wir sie raus, indem wir sie abschütten, hier in die Seele rein. Und das war das schon. Das ist wirklich einfach. Die Herdöpfel in der Schale rein tun. Jetzt müssen wir warten.
30 Minuten warten, wann ist 90 Minuten? Jetzt gerade. Dann ist Kontrolle machen. Es muss ein bisschen rein. Es muss wirklich ein Buh sein. Also, was wir brauchen für Rösti mit Schnetzeltem und Ankerrüebli, die heute auf dem Menü stehen, das ist Fleisch, 138 Gramm, drei Häppere, die wir am Vorabend gekocht haben, also beziehungsweise in den Schalen innen geschwellt haben, sogenannte Geschwellte, drei Rüebli, eine Zwiebel, ein Knobli und ein Bratensoßenwürfel. Mehr braucht es nicht. Was wir brauchen an Werkzeug ist der Sparschäler, ein rechtes Messer und ein scharfes Messer. Jetzt Bratensauce vorbereiten. Für das kochen 2 Deziliter Wasser in einem Topf rein. Und dort auf der Seite im Topf. Unterdessen tue ich 3 Rüebli-Schälen, was ich gewasche. Im Sparschälen geht das wunderbar. Das dritte Rüebli. Wusch, 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 wusch. Check. Okay. Wir schneiden sie. Schneiden. Die Länge halbieren. Und so Würfel machen. Die etwa so gross sind. Fast hätte ich noch das Wichtigste vergessen und das ist eine richtige Kochscheibe. Okidoki. Wir haben die Rüebli jetzt geschnitten, wir haben sie vorbereitet, Tellerli da. So, das Wasser kochen, wir nehmen es kurz am Feuer. Wir nehmen das Bratenwürfel, das Soßenwürfel im heißen Wasser rein auflösen. So schön einfach reinbrüsseln. Jubi, jubi, jubi. Schwingbäse. Machen, damit wir es sehen. Zurückstellen. Ja, das ist doch ein Tief. Sehr schön. Okidoki. Wusch. Wir nehmen das Messer wetzen. Immer so ein bisschen ankanten. Kante und einfach ziehen. Scheibe putzen, das haben wir sie. Das Rüebliwasser ist noch her. Jetzt nehmen wir die Rüebli rein. Die werden gekocht für 10 Minuten. Ein bisschen Salz. Das reicht. Und jetzt müssen wir das Fleisch schneiden. 138 Gramm. In die Mitte halbieren. Und so. Blättchen abschneiden. Kann man auch grössere Würfel machen, das ist mir freigestellt. Wir brauchen eine halbe Zwiebel. Circa.
in dem Chefkoch graut, wenn ich die Zwiebeln schäle, aber es geht ein bisschen schneller. Eine halbe. Das ist ein bisschen fern, die nehmen wir auf die Seite. Das längt. Und ganz fein schneiden. Je feiner, umso besser. Es muss nicht viel sein. So, tun wir das drüber zum Fleisch. Voilà. Nehmen wir hier die zwei kleinen Knoblauchzehchen. Die Haut weg. Dann hier auch wieder. Hoppala. Ganz feine Stückchen schneiden. Die lassen wir jetzt ein bisschen gröber. Garlic, I love garlic. Und jetzt den Metabeli vorbereiten. Ganz vorsichtig die erste Schale wegnehmen. So grün schneiden wir ein bisschen raus. So. Ups. Voilà. Das Wichtigste von unserem heutigen Tag, wenn wir Rösti machen, das ist ein Rösti-Raffel. Die sieht so aus. Und es ist wirklich vorteilhaft, wenn sie etwas gross ist, dann kann man mit den Herdöpfeln nämlich richtig schön lang fahren. Oder so. Ein bisschen auf die Seite. Lang fahren. Immer lang fahren. Und nie kurz. Nur immer lang. Und nicht drücken. Ein bisschen, aber wirklich immer schön lang fahren. Voilà. Das haben sie von der anderen Seite. Entschuldigung. Der Seite sieht das so aus. Sieht man das? Ja. So. Weil auf diese Art gibt es eben lange Streifen. Nochmal. Der dritte Röpfel. Schön lang fahren. Nicht viel drücken und nicht zu wenig. So! Und so einen Berg hat man noch getan. Ist das nicht cool? So, wir haben unterdessen die Kontrolle, was die Rüebli macht. Mit einem spitzigen Messer einstechen. Ich mache einen guten Eindruck hier, die haben wir. Schüttet das Wasser weg. Okay. Und wie die Ankerrüebli heissen, tun wir Anker drauf. Der Horst Lichter hat Freude, beziehungsweise zu wenig Freude, weil er gerade zu wenig Anker genommen hat dafür. Jetzt müssen wir noch nicht warten, bis der Anker verläuft, sondern das macht er selber. Okidoki. Wir nehmen eine schöne, gut qualitativ hochwertige Pfanne mit der Antihoff-Beschichtung. Und dann das warm werden lassen, schon von Anfang an immer Öl rein tun, nicht warten bis zuletzt. Sie brauchen das. Es sollte nicht zu heiß sein.
Jetzt sollte ich gerade sprudeln wie beim Fleisch. So, jetzt gehört man es langsam. Das Zischel jetzt. Vorsichtig reinlegen. Vorsichtig reinlegen. So. Sieht das aus. Schön die Teile. Hörst du es? Das geht rund 12-15 Minuten. Nicht zu heiß. Ich habe Stufe 5,5. Ja, nicht zu heiß. So, vor allem das ist auch gut. Danke, Rüebli, schau, was die machen. Ja. Schöne Manken in den Schwenken. Danke, Rüebli. Okay. Was wir nicht vergessen dürfen, ist ein bisschen Salz dazu. Nicht viel, nicht zu wenig, aber der Rösti braucht einfach ein gewisses Salzpegel. Das kommt es nie. So. Das ist auch ein Werkzeug, das ich vergessen habe zu sagen. Dann tun wir nämlich die Rösti hier richtig schön büscheln. Wusch, wusch, wusch. Siehst du das? So. Ein bisschen flach klopfen. Und warum? Das sehen wir dann nachher, dass ich die klopfe und ein bisschen kompakt mache. Aber zuerst lassen sie einfach ein bisschen kochen lassen, ohne etwas. So, jetzt sollte es gehen. Ja, jetzt sollte es hier. Schön kompakt machen. Kommt mal hier. Ja. Und du hörst das? Sie wird doch ein bisschen verbrunnen. Das ist gut. Das ist schön kompakt machen. Okay. Und essen. Kommt die Bratpfanne und ein bisschen warm über. Und der Peterli aus dem Garten und ich ganz, ganz fein schneiden. Ganz, ganz fein. Okay, dann lassen wir es so. Gleich bereit. Das ist eine Pfanne, siehst du? Da sieht man sogar die Kamera drin. Hochwertige Pfanne. Okidoki. Ein bisschen Öl in die Pfanne. Jetzt machen wir das Geschnetzelte. Und dann brate ich das. Zwiebeln. Gut verteilen. Gut kontrollieren, weil das sind ganz kleine geschnittene. Sobald die Farbe bekommen. Und das Fleisch drin. Ja. Schön verteilen. Das alles, was auf dem Boden bleibt, auf der Fläche mit sich sieht. Thank you.
Achtung. Passt. Kann man natürlich ganz einfach mit einem Teller drauf ein Tuch drüber und kehren. Okay. Dann ist auch ein bisschen salzen. Und jetzt fange ich allzu viel schnell lang vom Feuer nehmen. Das tut Saft sein. Weil es Lamm ist, ist es ein hervorragendes Gewürz. Rosmarin. Alright. Ich kriege mir so ein Trösti. Nehmen wir das Stückchen Anke. Streiche das auf die Rösti. So. Einfach schön noch ein bisschen drüber fahren, ein bisschen glänzen bringen. So. Einfach drüber fahren. Und den Rest. Noch vorsichtig. Ja, nicht das Telefon kommt mit dem Spitz. Verteilen. Voilà. Spitz reduzieren. Knoblauch rein. Yes. Mit Weisswein ablöschen. Mit Rotwein. Und Bratensauce. Das Ganze köchelt jetzt eine Minute und dann ist bereit. Alright. Wir kommen zum Anrichten. Rösti. Schnell zu löten. Jetzt wird jetzt eine Minute lang einköcheln. Wunderbar reimige Soße geworden. Nehmen wir alles von der Pfanne, wirklich. Das ist alles essbar drin. Wow. Und jetzt, Ankerrüebli. Portion da. Portion da. Die Portion da. Fertig ist es, wenn noch ein bisschen Peterli drüber kommt. Und über die Rüebli, das ist so ein schöner Kontrast, orange und grün. Alright. Voilà. Rösti mit Schnitzel zum Dankerrüebli. Mmh, ja gut, ja.